Hey, Durchgefrorenen, willkommen zurück zu God of War Ragnarök. Weiter geht's in Helheim. Da war alles ein bisschen. Deine Arbeit für sehr viel eisiger ist. Du solltest es ja schwer zu erklären. Warum? Du musst mir einfach vertrauen. Ich weiß, das ist zu viel verlangt. Aber kannst du vielleicht. Was hat er, das du brauchst? Warum sagst du es mir nicht? Es ist kompliziert. Was ist mit dir? Warum hast du eine neue Waffe? Ich dachte, du wolltest keinen Krieg. Will ich nicht, aber... Es ist kompliziert. Jeder hat seine Geheimnisse. Manchmal ist es der einzige Weg, um seine Lieben zu schützen. Und sorge dich nicht wegen Odin. Ich gehe nicht zurück. Das ist gut zu wissen. Boah. Hat er einen Weltenriss? Ein Weltenriss? Kam doch fleißig. Ich glaube, ich weiß, wie Freya einen verschickt. Wenn's geht, haltet die Feinde fern. Mache ich. Sag, wenn du bereit bist. Oh, einfach durchgeworfen. Da folgen, finden wir bestimmt Garm. Leiser. Recke! Leiser! Riva! Fast geschafft! Leiser! Danke, dass du mitgekommen bist. Das musstest du nicht. Ich bin dein Vater. Ich helfe immer. Solange ich kann. Oh. Ja, das ist gut zu wissen. Erzähl. Das ist gut zu wissen. Was hast du in Asgard gemacht? Ich habe Dinge für Odin übersetzt. Er hat diese Maske gefunden. Mit der ein magischer Riss. Oh, warte. Griff der heilenden Harmonie. Wenn die Fähigkeitenanzeige für Permafrost komplett aufgeladen ist, wird ein Axttreffer zu einer Wiederherstellung der Gesundheit, aber der erlittene Schaden erhöht sich. Ja, was habe ich gerade? Füge der Schmetterwelle zum Ende der Axt eine R1-Kombo hinzu. Ja, weniger Stärke, mehr Abwehr. Nö, lass mal. Verbunden ist. Oh, warte. Die Wut. Ist alles irgendwie kompliziert. Ja, aber ich habe Leute in meinem Alter getroffen. Freunde gefunden. Ich hoffe, wir sind noch Freunde. Man darf Odins Gefolgsleuten nicht trauen. Leuten zu trauen muss nicht schlecht sein. Das schadet dem Urteilsvermögen. Vielleicht, aber ich habe die Einsamkeit satt. Atreus. Finden wir raus, wie dieses Tor funktioniert, ja? Das Rad blockiert, wenn das Tor oben ist. Euch! Warte. Leiser.
Was meinst du? Vielleicht geht das mit den neuen Pfeilen. Retten Elemente. Ja. War doch irgendwie klar, oder? Dass es so geht. Ach komm. Mit einem Kampf? Nee. Ich find's super, dass Atreus da vorne gefunden hat. Also auch die Midgarder, ne? Bam. Hinter dir! Vorsicht! Ja, bam! Dachte, irgendwie fehlt so ein bisschen die Herausforderung jetzt, aber ich mach mal weiter so. Hab grad irgendwie nicht so viel Platz für Frust, ich weiß auch nicht. Hallo? Nein. Nein. Los, wir müssen ihn aufhalten. Die zusammen immer zerlegen, ist es so lustig. Jetzt sind hier ein Hellhelm. Edelrisse, okay. Oh, Atreus hat ganz schön viele Erfahrungspunkte. Da müsste jetzt eigentlich alles voll kriegen. Ja, nee, nicht unbedingt. Letzte kostet ja 5000, also 7000 hat er alles. Draupnir-Speer. So, was haben wir hier? Was? Der kostet 3000. Haben Sie einen Speer in einen Gegner, wenn Sie einen Hoplit-Überraschungsangriff starten? Aha. Krass. Die Stufe 6 dann Maximum wieder. Die dein Speer passen könnte, aber nur mit einem besseren Winkel. Der Speer ist schön. Ich finde die Kampf... Also es hat... Krasser, wie so ein krasser Todestanz hier, den wir ausführen. Gegner erledigt. Gegner erledigt. Ja. Bist du da unverwundbar, die Säcke, hä? Ich werde mit euch, es gibt noch einen Teil, um die Trilogie abzuschließen. Hey. Oika!
Darf ich jetzt mal? Ja. Aber der Speer ist schon irgendwie ganz geil. Macht schon Spaß. Was haben wir denn hier? Reihe von Peitsche. Ja. Thema und der Bestie. Reihe von peitschenden Klingenhieben besenken nahe Gegner. Drücke erneut für weitere Hiebe. Ich finde die Atlas-Eruption eigentlich schon ganz geil, ne? 3 oder 3 Sekunden. Ich nutze die mal. Muss halt mehr in Uplink-Zeit für sowas investieren, wenn ich die Dinger exzessiver nutzen will. Hoppala. Atreus, ich will nicht, dass du dich einsam fühlst. Aber deine Entscheidung, nach Asgard zu gehen, hilf mir, sie zu verstehen. Odin will Ragnarök nicht. Ich weiß, ihm ist nicht zu trauen. Aber ich brauchte seine Hilfe. Ich kann Ragnarök auch nicht zulassen. Ich hätte dir geholfen. Ich weiß, aber... Halt! Er ist hier! Der Hund? Was? Schon? Warum? Ist gut! Ist gut! Ist schon gut! Alles gut! Ganz ruhig! Ruhig! Warte! Wir wollen nur... Ja, Atreus ist gut mit Tieren, aber nicht mit allen Tieren. Tschüss. Zerlegt. Und ich finde den Schaden hier übrigens ja ein bisschen niedrig, aber er ist angemessen als auch schwer, weil das ist einfach nur, naja, Qual ist das manchmal. Ragnarök wirklich vermeiden will, sind wir uns einig. Ja, und wozu ist dann der Speer? Zu deinem Schutz. Für keine anderen Waffen? Och, die Axt. Ding. Sie sind tot. Oh, ja. Gutes Argument. Ey. Was ist der denn? Der ist runtergefallen schon wieder. Die Räuber. Es gibt noch einen Raben und Wissen insgesamt. Aber so viel gibt es ja gar nicht in Helheim. Ein Springer. Ich hasse es, gegen sie zu kämpfen, wenn sie leben. Gaunfer!
Nils Springer, neuer Eintrag. Du kannst deine Rüstungsschwäche, indem du nah an ihm dran bleibst und seinen Schlägen ausweicht. Aber wenn ein Kopfschlag auflädt, solltest du schnellstens verschwinden. So. Oh, ein Amulettzauber, warte. Ich habe erst mit Rage gelesen. Ja, die Aktivierungsschockwelle von Spartas Rage. Wut verbraucht Statuseffekte von Gegnern in der Nähe, um großen Schaden zu verursachen. Mich ausgegraut, das Emblem der Ausflucht. Und dann der Speer. Ich hab geredet. Jetzt bist du dran. Wir sind nicht gleich. Ich bin der Vater. Du weißt der Frage aus. Wunderbar. Es wiederholen sich eigentlich so Sachen aus dem vorherigen Teil immer wieder, dass Kratos Atreus immer wieder so ein bisschen zurechtdrücken muss und sagt, hier, ich bin immer noch dein Vater, ne? Wir sind nicht gleich, du bist immer noch mein Sohn und du hast zu hören, wenn ich was sage. Ich glaube, der Junge, der übersieht das gerne mal. Wir sind nah dran. Aber du bringst die nicht um, ja? Ich verspreche nichts, aber ich versuche die Bestie nicht zu töten. Aus wie so eine Bosskampfarena. Mal hier rein, glaube ich. Ein bisschen Silber. Ein bisschen ist gut, ne? Es ist alles so schwer zu treffen hier. Groß der 1000 Soldaten. Aha. Führen Sie einen Wagenstichhagel mit Draupnir aus, bei dem Gegner mit Speeren gespickt wird. Sogar eins für zusätzliche Stiche. 93 Sekunden. Aber das hier fand ich ja schon nicht so prickelnd. Überleg gerade. Ist halt, ja. Ich versuch's mal, oder? Der Vorstoß ist halt schon geil, um irgendwie Entfernungen abzuschließen zum Gegner. Macht da noch mehr Schaden. Schritt für Schritt vor. Du sprichst aber nicht von Garm. Du kannst Odi nicht überlisten. Bis jetzt klappt es. Wirklich. Oh.
Das wird spaßig gegen den Hund. Jetzt? Ich versuche ihn zu zähmen. Zähmen? Ja, ich habe schon Wölfe gezähmt. Naja, das ist kein normaler Wolf, das weißt du hoffentlich. Steht hier. Hauptgewinn. 300 Krüge. Also. Gut, ich lenke Garmann. Du frisst mit der Axt deine Ketten ein, damit er nicht davonläuft und sie einhält. Nein, zu gefährlich. Das ist ein guter Plan. Los! Warte! Wow. So spät. Warum verwandelt er sich eigentlich in einen Wolf und nicht in einen Bär? Ich glaube nicht, dass er sich so schnell doch mal einfangen lässt. Aber irgendwann muss er auch schlafen, oder? Ist der gut? Wir sind fast... Deine Verwandlung. Hat Odin dich gelehrt, sie zu kontrollieren? Nein. Wir verlassen uns nicht auf sein Wissen. Das Mal machen wir es auf meine Art. Jawohl. So, jetzt sind sie Brut und Legion. Warum ging das nicht? Ist das nicht absichtlich vermasselt, oder? Sonst wäre das kein Vertrauen. Tut mir leid, es war ungerecht. Aber ich dachte, es klappt. Geduld. Wir finden einen Weg. Wir müssen hoch auf den Vorsprung. Aber wie? Es gibt immer einen Weg. Siehst du? Oh, dann habe ich gar nicht gedacht. Die Lösung ist nicht immer offensichtlich. Meine Feinde, verlangsamen Sie! Widerliche Hexe! Treffer! Und ich höre ihn davon. Wir machen das auf meine Art. Deine Art? Ich kann wohl. Das ist das, was du glaubst. Tun wir nicht. Wir haben die Macht, den Schaden durch diese Kreatur einzudämmen. Wir nutzen sie. Na gut. Denkt er gleich wieder, das heißt töten, 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 wenn Kratos das sagt.
Muss ja aber nicht immer so sein, ne? Kratos hat ja schon ein, zwei Mal anders gehandelt. Armes Wölfchen. Mann. Alter, diese... Ah.
vereisen, ne? Ich dachte, er macht wieder eine Ausweichbahn. Wollte ich ja gerade. Ey. Oh. Aber ich benutze ihn, ist mir egal jetzt. Boxen wie Chris in Resident Evil 5. Oh nein. Ich bin echt getötet. Kampf gegen Garm. Es ist vorbei. Ich wünschte, es hätte nicht so enden müssen. Ich bin schuld, dass er frei war. Und tot ist. Manchmal gibt es keinen anderen Weg. Ich weiß. Ach man, der arme Boy. Nehmen wir denn? Wiedervereinigung. Schade, ich hätte auch gewünscht, es geht anders. Hätte man das vielleicht auch anders machen können? Ich weiß nicht, ob das in Odins Sinn lag, dass da jetzt der Hund getötet wurde. Wenn du das sich Atreus würde was dafür anhören von... Atreus. Ich weiß. Schließ dein Herz davor. Vielleicht darf sich wieder das von Heimdall anderen Ansturmschild. Schon wieder eine Trophäe. Oh, halten Sie alle Schilde. Tippen Sie zweimal L an, um einen Schildansturm vorwärts in einen Gegner auszuführen, wenn Sie eingehende Angriffe abwehren. Ja. Gibt 17 mehr Glück. Alter Schwede. Okay. Auch nett. Was? Schildzusatz? Ah. Haben die das jetzt
Gab's einen Patch? Haben die das geändert? War doch vorher nicht so, oder? Na egal. Wiederherstellung, Abwehr, blablabla, zweimal antippen. Hm. Verstärkte Reinigung, damit kann man den Gegner dann, damit... Ja, den Gegner elementaren Schaden zufügen und so weiter. Ich glaube, wenn ich jetzt hier auf normal weiterspiele, werde ich auf jeden Fall auf mehr Schaden gehen und weniger auf Abwehr. Das ein bisschen auszugleichen. Nicht. Hat das mit Glauben zu tun? Ein Wissen und ein Odins Raum und ein unentdecktes. Ah. Oha. Er lebt noch. Alter! Überschwemmen die Toten weiter die Welten. Die Welten stürzen ein. Du musst deinen Geist beruhigen lernen. Vielleicht weiß ich, dass ich Chaos brauche. Was hast du noch gelernt? Dass wir einander vertrauen müssen. Tja. Ist Gorm unsterblich? Ist es auch wieder so eine Geschichte oder was? Oder? Wo ist der? Jetzt kämpfen wir. Mein neues.
zerstört! Mondchen. Wow. Alter. Ist der Legolas? Bitte funktioniert, bitte, bitte. Tut mir leid. Weg, ja! Oh, er klaut die Seele. Wir müssen ihn finden. Los! Hat er die Seele jetzt gestohlen? Oder hat er ihm die Seele verabreicht mit dem Messer? Schätze, er ist hier lang gekommen. Suchen wir einen anderen Weg hoch. Was hast du getan? Der Zauber, bei dem du mich zu Hause sahst, als Fenrir starb. Ich wusste es nicht, aber ich versetzte aus Versehen deine Seele in mein Messer. Seelen sind mächtig. Also dachte ich, Fenris könnte seine Natur ändern. Ja, mal sehen, ob es geklappt hat. Ah. Das war's also. Das, was sie sagte, wie heißt sie nochmal? Aus dem Eisenwald. Als ich dich in Midgard fand, sagtest du, du musst mich beschützen. Warum? Ich sah eine Prophezeiung. Du sagst, dein Arm. Tot. Ich sah sie auch. In Jötunheim. Was? Du wusstest? Deshalb musst du mich so hart trainieren. Eines Tages musst du überleben. Ohne mich. Das lasse ich nicht zu. Auf keinen Fall. Nein. Jede Reise geht mal zu Ende. Nicht unsere. Nicht so. Oh, ich höre ihn winseln. Bist du jetzt ein Good Boy? Alles gut. Oh. Tut mir leid. Es ist vorbei. Versprochen. Fan? Bist du's? Oh! Braver Junge! Ja, hast mir auch gefehlt. Ich war nicht sicher, ob's klappt. Geschafft!
Sitz. Wie ist das möglich? Durch Riesenmagie. Ich habe dazugelernt. In Asgard. Das hat nichts damit zu tun. Mehr Geheimnisse. Nein. Ein Versprechen. Jemand hat es mir anvertraut. Wie zwischen dir und Mutter. Na, oh, guck mal. Siehst du, du kannst mir vertrauen. Heim. Ach, Midgard, ha? Huh? Es ist vollbracht. Wir sollten die anderen informieren. Fenrir, der einst gefährliche Höllenhund, der über die Welten herfiel und Atreus Wolf Fenrir wurde, ist heimgekehrt. Atreus Messer schloss Fenrirs Seele ein. Beim Stoß in Garm wurde die Seele in seinen Körper entlassen. Ich habe keine Ahnung von den Fähigkeiten meines Sohnes, aber es überrascht mich, wie seine Stärke weiter anwächst. Das ist ein Schrittplan. Also, wenn Heimdall mich töten will, dafür ist dein Speer gedacht. Richtig. Heimdall ist ein Idiot, aber so bist du doch nicht mehr, oder? Ein Göttermörder. Du willst keinen Krieg. Nein. Aber ich werde alles tun, damit du sicher bist. Heimdall töten, warum nicht? Aha. Warum nicht? Da ist ein Depp. Das rechtfertigt natürlich nicht, dass ich ihn gerne platt machen würde, aber der Typ ist halt gefährlich und ich glaube nicht, dass er locker lässt. Oh. Auf Seelenblüte. Schön. Neun Welten in voller Blüte. Sind denn... Wo ist denn das Wissen und der Rabe, verdammt. Wie gesagt, mache ich ein anderes Mal auf Cam. Da oben einfrieren. Vater, wenn den Mäuren nicht zu trauen ist, warum kümmert es dich, was sie sagen? Wenn es um dein Leben geht, what the fuck? Kein Risiko ein. Ah, komm mal hier. Hey. Hab ich dich. Noch 16. Oh Gott, wie spricht man das aus? Hervilsker. Die mächtige Hervilsker, Verschlingerin der toten Schöpferin der Winde, ist nicht die erste, die den Titel von Hel für sich beansprucht. Und sie wird auch nicht die letzte sein. Seit der Zeit der frühesten Fröste haben 9 Herrscher diese Rolle bekleidet. Entschuldigung. Wobei ihre Amtszeit am längsten währte. Aber wann wird ihre Herrschaft enden? Und wird sie mit Gewalt abgesetzt werden oder ihren Titel freiwillig abgeben? Die Toten beobachten und warten. Holy moly. Ich will das viel mal angucken. Ist es das, was eben in der Nachricht war? Ormagard. Hey, der erste Reichswelger. Sollen wir mit dir reden? Kreiswelger. Hels Aussichtspunkt. Alter. Neues Gebiet. Ja, aber es ist alles, was ich... Also ich habe 100% den Helheim. Sacerco.
dass es 6 Risse zu schließen gibt und wir keinen Dank erwarten sollen. Sie hätten nie geöffnet werden dürfen. Sie hat nicht unrecht. Okay. Wir haben mit dem Adler gesprochen, der in Helheim thront. Er sah aus der Ferne zu, wie ich, als ich auf unsere vorherigen Reise gegen den Brückenwächter kämpfte. Durch die Befreiung Garms haben wir 6 Risse nach Helheim geöffnet. Esvelgr ist nicht erfreut, scheint jedoch nicht unser Gegner zu sein. Das ist auch besser so. Für das Vieh zumindest. Die jetzt hier? Nee, die sind wahrscheinlich in den anderen Welten versteckt, die Risse. So, da geht's zurück. Hier ist nichts mehr wahrscheinlich. Nee. Das mystische Tor ist verschüttet. Ich mach das. Was ist? Ich war wieder zurückgekehrt zu meinem alten Wesen. Zornig. Argwöhnisch. Mit dir. Jetzt und vorher. Ich hab dich verjagt. Und ohne dich war ich leichtsinnig. Zu selbstsicher. Hab dumme Fehler gemacht. Ich dachte irgendwie, ich schaff das alleine. Du hattest recht. Nein. Auf unserer gemeinsamen Reise bist du ein Krieger geworden, deines Namens würdig. Ich war der, der nicht bereit war. Du musst nicht der sein, der du warst, nur weil ich nicht da bin. Versprechen wir es uns. Ich höre auf deine Stimme in meinem Kopf, wenn du nicht da bist. Zur Führung. Und du machst dasselbe. Ja? Ich muss wissen, dass du ohne mich klarkommst. Atreus. Es tut mir leid. Das muss es nicht, Vater. Mach's besser. Gehen wir heim. Hat er gerade ein bisschen gesmirkt, Kratos? Oh. Es ist so schön, irgendwie. Er ist halt immer noch der harte Kratos und der widerspenstige Atreus, aber... Alleine das jetzt schon ist so schön gewesen wieder. Diese kleine Szene zwischen den beiden. Erledigen, bevor wir zu Sindri gehen? Ja. Nein.
Zuerst holen wir Mimir. Oh, Mimir. Dann sagst du uns, was du in Asgard erfahren hast. Danach sehen wir weiter. Er ist wirklich wie ein Bruder für dich, oder? Und was ist mit Freya? Sie scheint inzwischen eingezogen zu sein. Als sie ihren Hass wieder auf Odin richtete, erkannte sie, dass unsere Interessen übereinstimmten. Hm, davon wollte ich sie auch überzeugen, aber... Wann war das? Oh, bevor ich dir erzählt habe, wo ich nachts war. Ach so. Sie hat mich nicht getötet. Ich habe nichts gesagt. Trotzdem leichtsinnig, Boy. Was du da machst, ist echt leichtsinnig oftmals. Wie so ein ganz normaler Teenager eben. Ne? Denkt, er wäre unverwundbar und wüsste alles. Aber Atreus ist halt auch sehr mächtig, muss man leider sagen. Ihr seid es. Wie ist es gelaufen? Die Bestie macht uns keinen Ärger mehr. Das ist eine gute Nachricht. Der alte Garm ist also hinüber, ja? Ja. Quasi. Nee. Atreus, deine Entscheidung nach Asgard zu gehen, nach allem, was er uns antat, das werde ich nie verstehen. Aber ich hoffe, du hast zumindest was Brauchbares für uns. Das hoffe ich auch. Kommt, ich zeig euch, was Odin treibt. Das hier ist ihm am wichtigsten. Mehr als Ragnarök und alles andere. Diese Maske. Erkennt sie jemand? Das Ding? Eine Sackgasse. Er hat schon damit rumgespielt, bevor ich ihn kannte. Ganz ehrlich, ich dachte, die Riesen hätten ihn damit aufs Kreuz gelegt. Oh, was mit Sindri? Oh, na gut. Nein. Ich meine, er hat ihn immerhin geschlagen, ne, aber... Du irrst dich, Mimir. Die Maske ist nicht gefälscht. Die Riesen schufen sie nicht. Und nur wenige sahen sie je in ihren Visionen. Sie kannten ihren Ursprung nicht, aber einige glaubten, man könne damit die Geheimnisse der Schöpfung selbst sehen. Ein Orakel? Mehr, viel mehr. Damit würde man eins mit der Quelle unendlichen Wissens. Das. Dafür hat Odin mich gequält. Und was meinst du? Kennst du's? Nein. An dieser Obsession hat er mich nie teilhaben lassen. Aber ich sage dir, selbst wenn Odin die Wahrheit sagt, seine Absichten sind falsch. Egal wie, wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Ist Heimdall unser Ziel oder nicht? Wir schreiben unser Schicksal neu. Auf andere Art. Dann gehe ich zurück nach Vanaheim. Wenn wir nicht gegen Odin kämpfen, sollte ich meinem Bruder helfen, ihn abzuwehren. Wir gehen zu ihr, wenn wir können. Denke über einen Plan nach. Aber wenn du wohin willst, bin ich dabei. Und hört zu, alle von euch. Es tut mir wirklich leid, wie ich gegangen bin. Ihr wisst, ich würde keinen von euch absichtlich verletzen. Nun, wenn man sich aus Versehen in einen Bären verwandelt, kann so etwas auch schon mal vorkommen. Also, verzeihst du mir? Natürlich, Atreus. Wir wissen, du wolltest nichts Böses, Junge. Sindri? Sicher werde ich das. Irgendwann. Gut. So ist es wohl. Wo wir gerade reinen Tisch machen, hoffe ich, dass mir verziehen wird, dass ich beim Angriff der Hehlläufer nicht mehr tat. Meine Vorbehalte gegen Gewalt sollten nicht gelten, wenn das eigene Heim angegriffen wird. Und schon gar nicht von untoten Abscheulichkeiten. Ich griff nach einem Schild statt nach einem Schwert. Du hast mich zu Recht dafür gerügt, alter Freund. Wenn es wieder soweit ist, bin ich bereit. Gut gesagt, Tyr. Ich glaube, du schaffst das. Ah, wie gesagt, ich glaube, Tyr, der hat auch schon was auf dem Kasten. Er will es halt noch nicht herauslassen, weil
ne, dass Gründe. Dass wir unsere Axt für dich verbessern. Ist ja nicht auszuhalten, wie sie aussieht. Ja? Ja. Dann 9 Stufen. Nach all der Zeit ist sie immer noch wunderschön. Vielleicht mal drehen, dass ich sehe, wie die aussieht auf anderen Stufen. Also auf jeden Fall sind die in Tarsin dann Gold. So, Silber. Stufe 8 werden sie golden. Schick, schick. Alles gut. Es braucht schon mehr als einen Pferd voller Gestalten, um mich zu stoppen. Was soll ich denn tun? Mit einem Verband am Kopf herumlaufen und um Aufmerksamkeit betteln? Ich wurde zerfleischt von einem Bären. Angenagt trifft es eher. Eischt. Also komm. Also, bevor wir nach Freya sehen, hast du in anderen Welten vielleicht noch irgendetwas zu erledigen? Der Junge würde sicher gern helfen. Ich habe noch sehr viel zu erledigen. Das machen wir nämlich vorher auch noch alles. Auf der Steinschneiderin. Na komm, verbessern wir mal. So. Chaos klingen. Oh, warte. Neufe der brutalen Macht. Könnte ich auch verbessern. Hast du ein bisschen Steinholz? Raubnierspeer. Kann ich leider noch nicht verbessern. Guck mal, wie er auf Stufe 9 aussieht, Alter. Mr. Tafelspeer, versteinerter Knochen. Aber wenn ich halt voll auf Stärke gehe, ne, sieht man ja. Auf Stärke gerade mal sortiert. Hm. 23 Stärke, Alter. Aber wir sind da, glaube ich, schon ein bisschen weiter. Oh, ich habe so viel inhaliert Holz. Nice. Suchst du was Bestimmtes? Hä? Was ist mit dem Jungen? Was ist denn bei den Waffen hier? Warum ist Waffen noch mit dem Ausrufezeichen? Aber die mal. So, soll ich mehr Stärke? Raubnierspeer. Na gut, Leute, ich beende schon mal den Part. Ich mache hier noch mal ein bisschen weiter. Oh, guck mal, wir können noch mehr machen hier. Hat wieder viel Hacksilber. Kann ich nicht. Was für den Jungen? Thorsten, warte mal, kann ich nicht irgendwo. Dasil? Hast du einen Wunsch? Also kann ich nicht irgendwo mein Amulett aufwerten? Ach nee, ich habe leider kein Yggdrasil gewählt. Aber 2 sind nur noch da, dann haben wir alles. Naja, wie gesagt, nächstes Mal geht's weiter. Danke fürs Zusehen, fürs Liken, fürs Kommentieren und wir sehen uns zu God of War Ragnarök. Bis dann, tschüss.